Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge GeoGuessr. Mit dabei immer noch der Tonic. Oh, zum Teufel sind wir hier, hallo. Und der Stielau. Hallo. Der Stielau hat beim letzten Mal nicht gut abgeschnitten, deswegen hat er gesagt, wir nehmen jetzt was, wo ich mich auskenne. Und ihr seht es schon, wir sind hier auf einer Formel-1-Strecke. Ich weiß schon, wo wir sind. Ja, Stielau wird hier, also Stielau wird uns hier wegballern, weil das letzte Formel-1-Rennen, was ich gesehen habe, da waren noch Michael Schumacher und Rubens Barrichello bei Ferrari. Das ist also einige Jahre her. Kommt bei mir auch ungefähr hin. Also einige Jahre her. Und das Problem ist, ich weiß ja, wo die Strecke liegt, aber ich weiß nicht, wo. Ich gehe stark davon aus, dass Tonic und ich hier dermaßen, also wirklich dermaßen aufs Maul fliegen werden. Kommt hin. Dass es für euch wahrscheinlich lustig sein wird. Und wenn ihr euch mit Formel 1 auskennt, tut mir leid, ich tue es nicht. Aber ich. Okay, das sagt mir was. Immerhin, ich habe jetzt schon mal eine Ahnung, in welchem Land wir sind. Jetzt muss ich nur überlegen, in welcher Stadt in diesem Land wird wahrscheinlich ein Formel 1 Rennen stattfinden. Tatsächlich in Autos nach, hätte ich gedacht, bis hin in Amerika. Im Notfall ist es immer Amerika. Was Weil ich habe überall nur Trucks stehen sehen. Ja, Trucks sind natürlich gut. Ich glaube, es ist hier, Ach komm, oder? Scheiße. Oder? Auch nicht unbedingt raus. Ich glaube, es ist in der Stadt. Würde zumindest am meisten Sinn machen. Jetzt müssen wir dann nur noch den Ort rausfinden. Wo liegt die Strecke? Die Einstellungen sind die gleichen, also 3,5 Minuten pro Map haben wir. Die Musik ist immer noch die von Cocaine. Und wie ihr mitbekommen habt, dieselben Mitspieler. Drogen sind böse. Eigentlich müsste man das doch irgendwie relativ deutlich schon angehen. Das muss doch groß sein, das muss man doch erkennen auf der Map. Wenn du in der richtigen Stadt bist. Muss doch irgendwie angezeigt werden. Gut, es wird wahrscheinlich nicht im Zentrum liegen. Könnte es das sein? Nee, wird's nicht sein. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich gerade was gesehen habe. Du hast was gesehen? Ich hoffe, dass du irgendwas vorher schon gesehen hast. Also Straße und so. Ja, mein Internet ist gerade nicht so langsam. Ich meine ja nur. Das kann nicht sein. Ja. Wo könnte man hier in dieser Stadt wohl eine Formel-1-Strecke hinsetzen? Nee, das muss. Überall. Ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwo hier dann gleich mal meinen Punkt setzen, weil sonst ist die Zeit gleich abgelaufen für mich. So, wir sind hier in der Stadt. In der Stadt müsste das Rennen sein. Ich gehe einfach mal nach da. Und mir ist die Zeit gleich vorbei. 9 Kilometer ist gut. 9 Kilometer ist gut geraten. Bist sogar besser als ich. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass hier die Formel-1-Strecke dazu ist. Nee, wie ich es gesehen habe, wusste ich es. Interessant. Schön gelegen. Gut, mal gucken, was das nächste angeht. Ah, guck mal, wir haben eine Straße. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das müsste ja dann eigentlich auch klar sein, was Land angeht. Das Problem ist nur, jetzt darf ich hier im nächsten Land. Jetzt darf ich im nächsten Land erstmal suchen. Wo genau ist denn bitte jetzt diese Strecke? Was ist denn das für eine Strecke? Kenn ich die? Die kennst selbst du nicht. Nee, ich glaube, dass er schon weiter ist. Wenn ich ehrlich bin. Schon beim dritten. Ach so. Ich dachte schon. Ja, der Stielau, der rennt da durch, weißt du? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Was ich bin denn? Nicht mehr auf der Strecke, ich bin auf so einem komischen Gehweg nebenan, ich komme nicht mehr auf die Strecke drauf. Wo bin ich hier? Wie ist denn das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Was machst du denn? Wo zum Teufel bin ich jetzt? Okay, ich glaube, ich bin aus Versehen aus der Strecke raus und bin jetzt außerhalb irgendwie gelandet. Kein Plan, wo ich hier bin. Ich bin mir halt auch nicht sicher. Ich komme. Wo genau das liegt.
Weil ich halt nicht weiß, wo diese Stadt liegt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, die Stadt abzusuchen. Nein, das ist so wenig. Diese Stadt, bitte. Oder ist sie vielleicht einfach nur anders geschrieben? Das kann auch sein, dass die hier vielleicht anders geschrieben wird. Geil, ich bin im Kreis gelaufen. Hä? Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich war gerade eben im Tunnel, dann wollte ich durch den Tunnel durch und auf einmal bin ich auf irgendeinem Riesenplatz. Gott, da stehen Maskottchen. Oh mein Gott. Was ist das? Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich weiß nicht, wo diese Stadt liegt. Keine Ahnung, welche Stadt das ist. Ich habe da nichts gesehen. Ich meine, was das Land angeht, bin ich mir schon recht sicher, aber... Ich werde jetzt einfach raten müssen. Ich denke, dass es irgendwo hier liegen wird. Naja, 1000 Kilometer daneben. Hätte ich aber sehr weit reinzoomen müssen, um den Stadtnamen zu erkennen. Naja, können wir nichts machen. Oh, die sind sogar mitten in Action gerade. Krass, im nächsten Rennen. Oder auf der nächsten Map. Ja, okay, da ist das Auto mit umgefahren mit während dem Rennen. Ach, die Stadt heißt so, okay. Das sind mehrere Domains quasi. Ein bisschen unschön. Sieht jetzt nicht unbedingt aus wie Formel 1 wegen, aber okay. Ja, die Strecken werden auch von anderen Fahrzeugen benutzt. Ja, das ist eigentlich schon unverschämt. Ja, schon klar. Wenn man schon Formel 1 Strecken nimmt, dann soll doch... Naja. Oh. Die Frage ist, wo liegt das genau? Also Land ist mir, denke ich, klar, aber jetzt ist die Frage wieder, wo liegt die Stadt? Puh, wo zum Teufel ist diese Strecke versteckt? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, das mal in irgendeiner Weise gelesen zu haben oder gehört zu haben, wo das liegt. Also... Ich bin ja ein Vollidiot. Das kann ich jetzt auch nicht verneinen, weil ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast. Ich war in der falschen Stadt. Ich glaube, das wird mir auch passieren. Also mir wird es auf jeden Fall passieren, weil ich keine Ahnung habe, wo diese Stadt liegt. Oder welcher Ort da in irgendeiner Weise dazugehört. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Insofern das keine größere Stadt ist, weil ich sie abgesehen mit Formel 1 noch nie vorher mal gehört habe, glaube ich nicht, dass ich da in irgendeiner Weise mal hinkommen werde. Findest du bisher auch nicht, also keine Ahnung. Die Formel 1-Freunde der Zuschauer werden sich hier eigentlich nur die Hand gegen den Kopf schlagen und sagen, was bist du denn für ein Noob? Dann habe ich ein Glück. 0,9 Meter. Weil wir sind alle Noobs, außer Mutti. Und da ist das in Ordnung, hier ein Noob zu sein. 0,9 Meter. Ich bin fertig.
Ich bin jetzt erstmal bei Runde 3 von 5. Ich muss jetzt gleich bei 3 abgeben, weil die Zeit sonst davon rennt. Gut, also ich habe keine Ahnung. Es wird nicht da sein. Hier in der Nähe wahrscheinlich auch nicht. So nördlich kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde einfach mal relativ mittig zwischen den Dingern gehen. Und hoffen. Ja, gut. Ja gut, wenn man sich so ranzoomt und man es direkt lesen kann. Ja, man kann es erkennen. Wie weit war es denn weg? 67 Kilometer. Also geht. Map 4 von 5. Ja. Okay, das wird wahrscheinlich hier drüben sein. Das müsste hier sein und dann wäre es, glaube ich, hier. Jetzt habe ich genug Zeit in dieser Stadt nach dem Ding zu gucken, nach dem Formel 1. Willst du mir sagen, dass du die Strecke kennst? Nein, aber ich habe was gesehen, was mir halt einen ersten Ding gibt und ich meine zu wissen, dass in der Stadt ein Rennen stattfindet. Das Gebäude sieht aus wie ein Wal, kann es sein? Ist es von dem Winkel her, sieht es übrigens aus wie ein Wal. Das ist ein Hotel, was du da siehst. Kann sein, ja. Das ist so gebaut, das ist... Wüsste ich jetzt, welches Hotel aussieht wie ein Wal, dann müsste ich auch, wo ich hier bin. Da geht die Strecke unten durch. Ich sehe es gerade, ich klicke mich gerade drunter durch. Hat schon was. Sieht man hier sonst noch irgendwelche Hinweise? Ja, man sieht das hier. Während dem Rennen würde ich jetzt nicht unbedingt im Hotel sein wollen, aber... Nur ein bisschen kanntet ihr eigentlich alle Strecken, wenn ihr noch Barrichello und Schumacher... Ja gut, aber ich kann mich jetzt nicht wirklich an Strecken von vor 12 Jahren erinnern. Ja, sehr klar, aber ich meine nur, außer die Strecke, die ist zu neu. Ja, aber davon habe ich halt gehört, dass da halt ein Rennen ist. Ja, also und ich war da cool in dem Moment kurz brain off, gell? Also ich glaube es zumindest zu wissen, dass eben in der Stadt da ein Rennen ist. Ich weiß nur gerade nicht, warum die Musik leise ist. Das weiß ich nicht, wir müssen mal ganz kurz gucken. Kleiner Skip hier von der Musik. Ah, da ist sie wieder. Gut, ich habe noch ein bisschen Zeit. Kann mich jetzt hier noch ein bisschen durch dieses Land durch scrollen und suchen. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Okay, gut, jetzt habe ich vielleicht mal eine Ahnung. Da hast du eine kleine Flagge gesehen. Flagge nicht, nee. Aber da wurde was in einer ganz komischen Sprache aufgeschrieben. In welche Richtung ist denn das? Wenn das Norden ist, dann ist das Osten. Also östlich von das uns ist gleich. Das. Wo will ich denn hin? Da, das hier. Das könnte natürlich das auch... Doch, das müsste doch irgendwo sein. Das ist die Frage, in welcher Stadt ist das? Gut, meine Zeit rennt wieder mal davon. Das Land ist dummerweise zu groß, genauso wie die Stadt, um hier jetzt durch reines random Rumgesuche irgendwie drauf zu kommen. Das heißt, ich werde das Ganze mal einloggen und zwar relativ hier in der Nähe. Wahrscheinlich werde ich mich gleich ärgern, weil ich einfach nur einen Moment nicht weit genug reingescrollt habe und ich hätte es sonst gesehen. Das kann sehr gut sein. Ja, ja, ich werde Strecke vorher in auch. Die Richtung gehen. Ja, man hätte es lesen können. Aber was gut ist, ich bin näher dran als Stielau, von daher kann ich damit leben. Okay. Ja, ich war in der falschen Stadt. Ich dachte so, aber warte mal, die Strecke und ein paar in der falschen Stadt dann noch einmal. Ja gut, das ist klar. Ich wollte gerade sagen, auch die Strecke, die fünfte hätte ich auch direkt gewusst. Nee, auch vom Fahrverhalten her hätte ich das gewusst. Naja, also, es gibt schon mehr solche Strecken, ja. Echt? Ja, zwei haben wir aktuell in der Firma. Ja, aktuell. Was willst du mit aktuell? Wer kennt die? Die ist ja eh noch immer dabei. Das kann ja sein. Ich meine, dass das eine, eine okay, auch gut. Strecke ist, die weltbekannt ist. Ja, nicht nur sehr bekannt ist, sondern die Schumacher favorisierend war, oder? War nicht Schumacher sehr gut in dieser Strecke? Nee, Senna. Senna. Warum wird mir denn jetzt Stielau gar nicht angezeigt?
Das ist ja zu schlecht für dich. Nee, ich bin so weit weg, wahrscheinlich. Okay, ist auch fertig. Ich so, oh, Abu Dhabi, geil, geile Strecke. Und such die ganze Tube und denke mir so, warum finde ich Yas Island nicht? Wieso finde ich Yas Island nicht? Ich bin. Und dann gebe ich einfach ab, weil die Zeit abgelaufen ist und denke mir so, ich war ja in Dubai. Ja, okay, das ist. So, hier wird es auch irgendwo sein, oder? Wo ist die Strecke? Das Problem ist, sie geht natürlich mitten durch die Stadt durch. Sonic weiß es wahrscheinlich auch, oder? Was? Die fünfte Strecke. Hey, ich sehe hier gerade ein Land. Von daher bin ich schon mal im Land, aber ich. Bin sicher. Rein standardtechnisch her, gehe ich einfach mal in die Hauptstadt rein, bevor ich irgendwas anderes mache. Wird es das sein? Auch wenn es die Hauptstadt eher weniger sein wird, nehme ich mal an. Es ist wieder dieses. Ich glaube, das ist gerade so ein Moment, so. Du bist quasi so nah dran und man findet es trotzdem nicht. Ist es schwierig zu sehen. Aber die Strecke kommt mir irgendwie bekannt vor. Die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Vielleicht sollte man auch die Hinweise mitnehmen, die man schon geliefert kriegt. Also, das ist es nicht. Na gut. Da. Das ist es. Also werden wir hier sein. Nein, wir werden hier sein. Dass die Straße ist und da geht's rein. Okay, also ich werde auch nah dran sein. Ich warte noch einen Moment, bis der Tonic kurz vorm Abgeben ist oder vielleicht sogar abgibt. Ja, am besten gebe ich noch vor dir ab, ne? Ja, du musst jetzt nicht schnell machen. Ich kann noch ein bisschen im Endscreen warten und zeigen, dass ich gar nicht so schlecht war in der Runde. Ich glaube, das werde ich sogar machen. Und ja. Ich bin durch den Boden durch. Sechs ich wollte eigentlich die Strecke hoch, jetzt bin ich auf einmal im Tunnel. 6 Meter. Das ist okay. Ja. Welche Strecke hat denn Tunnel, Tonic? Oh. Ich wollte doch gar nicht in den Tunnel rein. Ja, aber das ist der offensichtlichste Tipp. Hä? Es gibt nur eine Strecke mit dem Tunnel. Jetzt bin ich am Wasser. Hä? Wo bin ich hier? Das ist ein Straßenkurs. Ich bin gerade nicht mehr auf der Straße. Ist mir auch aufgefallen, dass es kein. Jetzt bin ich wieder im Tunnel. Wo zum Teufel? Boah, Alter. GeoGuessr ist ein bisschen komisch manchmal. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass es keine richtige Strecke ist, sondern so eine Straße halt, aber. Die kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor. Wie lange hast du denn noch, Tonic? 20 Sekunden. Also ich klicke mich jetzt einfach mitten in das Land irgendwo rein und hoffe, warte nämlich dann auf Show Full Result, bis du fertig bist. Also, drauf geklickt. Boah, du kannst ja eh auf Refresh machen. Ja, könnte ich, aber ich warte lieber. Das ist spannender. Oh ne, das ist nicht euer Ernst, oder? Was denn? Was hast du gemacht? War das wirklich Monaco? Ja. Da stand Ach, Monte Carlo. Mann! Da hab ich nicht gesehen. Ich hab irgendwo Argentinien gesehen. Hab gedacht, boah, ist das nicht Monaco? Nee, da hinten steht Argentinien. Kann's nicht sein. Okay, das ist ärgerlich. Das ist ja mal richtig. Boah. Das ist ärgerlich. Ich dachte, wenn es nicht Monaco ist, was ist es dann? Das kommt mir so verdammt bekannt vor. Also weißt du, was für mich ärgerlich ist, Stielau? Mir hat's die zweite Runde dann verkackt. Was? Suzuka? Ja, Suzuka hat es mir verkackt. Wenn ich da gewusst hätte, wo das Land liegt, hätte ich das viel knapper gestalten können, vielleicht sogar gewinnen können, weil bei allen anderen war ich relativ nah dran. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht, wo du bei Suzuka gelandet bist. Ich bin der da oben im Norden Japans war. Ach so. Weil ich keine Ahnung hatte, wo Suzuka liegt. Ich hatte für mich, ich weiß auch nicht jetzt genau, wo jede Strecke liegt, aber ich hatte jetzt einfach Glück, dass da jetzt die von 5 Strecken die 4 klassisch, also die Klassiker waren. Und die wusste ich halt genau, wo die liegen. Ja, das oder zumindest welche Stadt und wo die Stadt liegt. Das mit Abu Dhabi war ein Pech. Ich werde mal gucken. Ihr sicherlich auch, denn es wird eine neue Folge geben. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Tschüss.